Seit 2 Jahren ist Zora im Tierheim Nürnberg zu Hause. Wegen einigen Krankheiten konnte sie bis jetzt noch nicht vermittelt werden. So geht es aktuell laut Tanja Schnabel vielen Tieren. Tatsächlich sind wir bereits seit Monaten am Limit. Es herrscht durchgehend Aufnahmestopp für Abgabetiere. Also wir haben immer mal wieder die Möglichkeit, einzelne Tiere von der Warteliste reinzuholen. Aber ansonsten sind wir durchgehend voll. Mit jedem Tier, das ins Heim kommt, steigen die Kosten. Um diese Situation zu stemmen, sind die meisten Tierheime auf Spenden oder Fördergelder des Staates angewiesen. So wie das Tierheim Nürnberg. Allerdings sieht das Heim von den versprochenen Fördermitteln recht wenig. Also es ist so, dass wir als gemeinnütziger Verein uns fast ausschließlich durch Spenden und Erbschaften finanzieren. Fördermittel gibt es zwar, ich sage jetzt mal in der Theorie vom Bayerischen Freistaat, aber da sind leider die Bedingungen, an die diese Fördergelder geknüpft sind, so eng und kompliziert und da steckt so viel Bürokratie drin, dass unterm Strich man fast keine Chance hat, da wirklich Gelder abzurufen. Ja, vereinfacht gesagt, wenn man nicht quasi kurz vor der Pleite steht, innerhalb der nächsten Monate hat man eigentlich keine Chance, da wirklich Gelder abzurufen. Insgesamt haben die Tierheime 2023 knapp 60 Anträge auf Fördergelder gestellt. Davon wurden allerdings nur 43 bewilligt. Nach aktuellem Stand liegen die Fördergelder bei 300.000 Euro für Tierheime. Die dafür zuständige Regierung von Oberfranken sagte zum Thema auf Nachfrage, dass der Bürokratieaufwand doch gering sei und die Antragstellung schnell erfolgen würde. Für das Tierheim Nürnberg ändert sich also erstmal nichts. Tanja Schnabel sieht für die Zukunft des Tierheims daher eher schwarz. Wir versuchen, wie bisher auch, uns über Spenden und Erbschaften zu finanzieren, die Gelder zusammenzubringen, die wir benötigen, um unsere Tiere versorgen zu können. Das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Steigende Energiekosten, steigender Mindestlohn, Tierarztkosten horrend gestiegen. Das heißt, dass nicht nur unsere Kosten höher werden, sondern auch mehr Tiere abgegeben werden, weil der Privathalter natürlich auch steigende Tierarztkosten hat und nicht wenige Tiere landen bei uns, weil die Halter sich zum Beispiel eine Operation nicht mehr leisten können. Tanja hofft weiterhin auf Unterstützung seitens der Politik, aber auch von der Bevölkerung. Wer ernsthaftes Interesse an einem neuen Mitbewohner hat, der kann jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr im Tierheim Nürnberg vorbeischauen. Nicht nur die Häsin Zora freut sich darüber.